Na gut, dann wagen wir uns jetzt mal an den Levelaufstiegsmarathon heran. Mit etwas Glück schaffen wir das in einer Folge, aber auch echt nur mit einfachstes Glück. Fangen wir bei Terik an. Positive Eigenschaft, die gesteigert werden soll, ist bei ihm auf jeden Fall die Körperkraft, da er ja unser ganzes Werkzeug trägt und eigentlich durchgehend überlastet ist. Welche negative Eigenschaft soll gesteigert werden? Aberglaube hat er schon zwei. Fehlt bei ihm noch die Höhenangst, die niedriger sollte. Und vielleicht die Neugier. Goldgier kann er ruhig behalten, er ist ja schließlich ein Zwerg. Also nehmen wir mal die Neugier runter. Misslungen. Schade. Lebenspunkte steigen um 2. Das ist nicht so gut. Quillen hat ja 5 Punkte bekommen. Weil bei einem Stufenaufstieg kriegen die normalen Klassen, Anführungszeichen, 1W6 Lebenspunkte. Das heißt, er hatte gerade einen ziemlich schlechten Wurf. Müssen wir mal gucken, wie sich das später so auswirken wird. Steigerungsversuche. Waffenlos. Kann er ruhig auf Attacke. Dann hätte ich noch gerne Äxte. Kann auf. Auch. Er braucht auch Parade. Er ist ja schließlich unser Tank eigentlich. Also auf Parade. Und dann noch gerne Hiebwaffen. So, dann braucht er noch Schwimmen. Das ist auf minus 3. Und ja, Zwerge schwimmen nicht gerne und all die anderen Vorurteile. Aber ich hätte es eigentlich ganz ungerne, wenn er dann ertrinken würde später. Deswegen steigern wir das auch mal. So, keine mehr möglich. Was haben wir noch? Klettern ist ja schon recht gut. Körperbeherrschung könnte noch ein bisschen höher sein. Komm schon, einmal noch. Ja, geschafft. Und jetzt, da wir es wieder geschafft haben zu steigern, können wir es nochmal steigern. Also haben wir jetzt wieder 3 Versuche, es zu steigern. Und gleich geklappt. Sehr schön. Selbstbeherrschung ist ja schon recht hoch. Erhöhen wir aber gleich auch nochmal. So, Zechen muss auf jeden Fall höher. Ach, Misslungen, Misslungen, Misslungen. Komm schon. Na also. Und gleich nochmal. Jetzt hat er schon mal Zechen 8. So, Gesellschaftstalente ist ja nicht so gut. Schätzen könnten wir noch erhöhen bei ihm. Natur braucht Theorie gar nichts. Wissen eigentlich auch nicht. Handwerk, da habe ich bei ihm schon Fahrzeuggelenken erhöht. Das erhöhen wir gleich nochmal. Schlösser knacken brauchen wir nicht unbedingt. Machen wir nochmal Fahrzeuggelenken. Und jetzt nochmal Sinnesschärfe und Gefahreninstinkt. Und dann sind wir mit Terik auch schon durch. Komm schon, bitte mehr als 2 Lebenspunkte. Was sollten wir bei Gerugon erhöhen? Er hat schon 14 Mut, also bin ich versucht, auch einfach Körperkraft zu steigern. Und das machen wir auch mal. So, er hat Totenangst 7, das ist ganz und gar nicht gut. Falls wir es gegen Skelette oder Mumien kämpfen. Oder andere Untote, also Totenangst und geschafft. Sehr schön. Magieresistenz hat sich auf 4 verändert. Lebenspunkte steigern um 1. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Na gut, Schwerter, Misslung. Geschafft. Attacke. Und waffenlos. Parade. Nimm, nimm, nimm. Also Schwerter haben wir erhöht. 2 Hände brauche ich noch. Geschafft. Na komm, ein Punkt Parade ist okay. So, das waren die Kampffertigkeiten. Körper. Er kann schon einigermaßen gut schwimmen. Klettern könnte er noch ein, zwei Punkte vertragen. So. Zechen ist auch ganz gut, noch einen Punkt zu haben, so oft wie wir in Tavernen gehen. Schwimmen auch noch ein, ist okay. Klettern auch noch ein. So, Intuition erhöhen wir bei ihm auch mal. Das ist nämlich alles noch auf 0, warum auch immer. Handwerk hat Gerugon gar keins. Wissen hatte ich bei ihm die Kriegskunst erhöht. Alle anderen Wissenstalente werden eigentlich von Talana abgedeckt.
Kunst, Misslung. Komm schon, Kriegs, Kunst geschafft. Und Wissenshände kann man dreimal steigern. Also machen wir es gleich nochmal. Brauche alles nicht. Das heißt, wir können Akrobatik noch einmal steigern. Nicht, weil er irgendwelche akrobatischen Aufführungen machen soll, sondern sowas wie abrollen oder dergleichen eher, wenn er mal stürzt. Und schleichen. Körperbeherrschung habe ich ganz vergessen. Ah, und keine Punkte mehr. Oh, jetzt habe ich gar nicht gelesen, wer jetzt gerade gesteigert wird. Steigerung, Talente und Zauber sind nur beim Stufenanstieg möglich. Wollen Sie abbrechen und den Rest bis zur nächsten Stufe aufsparen? Nein. Irgendwas ist gerade buggy. Na gut. Mürrim ist dran. Mürrim, unsere Waldelfe, brauchst du ziemlich alles an Talenten. Also Mut, Geschicklichkeit, Körperkraft braucht sie für den Nahkampf, wenn sie dann mal in den Nahkampf kommt. Fingerfertigkeit und Intuition braucht sie für den Fernkampf, was häufiger der Fall ist. Klugheit und Charisma brauchen bei recht vielen Zauberprüfungen. Also bei der Prüfung des Wurfes der Talentprobe. Ja, also was steigern wir bei ihr mal? Charisma... Ich bin eher dafür, Fingerfertigkeit zu nehmen. Und was haben wir an negativen Sachen? Sie hat recht viel Raumangst und Höhenangst und Neugier ist recht hoch. Sonst eigentlich okay. Ja gut, nehmen wir die Neugier. Misslungen, obwohl es eine 7 ist. Na gut. Ja, die Elfen haben das Problem, dass sie ihren Wert, den sie beim Stufenausstieg bekommen, auf Astralenergie und Lebensenergie verteilen müssen. Dafür kriegen sie normalerweise mehr als ein W6, wodurch sie eigentlich sogar zu besseren Tanks werden können als ein normaler Krieger, wenn sie nämlich einfach alles auf Lebensenergie pocken. Aber irgendwie hat sie es hinbekommen, nur 3 Punkte zur Verteilung zu bekommen. Also 3 Punkte auf 2 W6, das ist schon... Ja. Na gut, also in Astralenergie oder Lebensenergie... Im Idealfall sollte sie nicht in den Nahkampf kommen, aber das ist halt echt nur der Idealfall. Aber trotzdem werde ich erstmal keine Lebenspunkte erhöhen, sondern einfach nur die Astralenergie. Also Lebensenergie 0. So, du brauchst Stichwaffen. Misslung. Du brauchst trotzdem noch Stichwaffen. Misslung. Du brauchst aber immer noch Stichwaffen. Na also. Parade eher erhöhen und Schusswaffen. Komm schon. Also, was hat sie noch? Sie ist unsere Waldläuferin. Also sie sollte auf jeden Fall noch Tierkunde da, damit wir hoffentlich ein bisschen öfters was zu essen bekommen. Also Tierkunde haben wir schon zweimal gesteigert. Wildnisleben sollten wir auch zweimal steigern. Komm schon, einmal noch. Nee, nicht Gesellschaft, Natur. So, also wir haben Tierkunde erhöht, wir haben Wildnisleben zweimal erhöht, Orientierung können wir auch gleich noch erhöhen. So. Was macht sie noch? Sie ist nicht unsere Heilerin. Sie hat kein ordentliches Handwerk. Abrichten. Abrichten können wir die auch nochmal beibringen. Falls wir über irgendwelche Tiere stolpern sollten. Wissen braucht sie keins. Obwohl, Magiekunde sollte sie vielleicht mal erhöhen. So, wie schaut es mit Schwimmen und Klettern aus? Schwimmen kann sie fast gar nicht. Das müssen wir ändern. Und Klettern ist sie einigermaßen. Verstecken ist sie gut. Schleichen ist sie gut. Selbstbeherrschung ist sie nicht so gut, Körperbeherrschung auch nicht. Na gut, erstmal schwimmen. Nochmal schwimmen? Nein. Dann halt... Pferden suchen? So. Jetzt haben wir 20 Steigerungsversuche bei Zaubersprüchen.
Der wichtigste Zauberspruch für sie ist eigentlich Balsam Balsonde, der Heilspruch, und Fulminictus. Das heißt, die steigern wir zuallererst. Fulminictus einmal. Jetzt habe ich Ignifaxius gedrückt. Nochmal Fulminictus. Zweimal, und ich glaube, sie kann auch nur zweimal, weil es kein Hauszauber von ihr ist. Also je nachdem, was für einen Magiebegabten man spielt, hat man bestimmte Zauber, die man öfters steigern kann. Also Hauszauber gibt es eigentlich, glaube ich, nur bei den Zauberern. Die haben ja bestimmte Schulen, die sie besuchen. Aber den Elfen ist es halt auch so, dass die Waldelfen andere Zauber einfacher steigern können als meinetwegen Firn- oder Auelfen. Das heißt, wir haben jetzt zweimal Fulminictus gesteigert. Wir sollten noch Blitzdicht finden. Einmal steigern zumindest. Jetzt noch Balsam Balsunde, so häufig wie es geht. Dürfte auch nur zweimal sein. Zweimal und... Nee, geht nicht mehr. Was haben wir noch? Wir haben Beherrschung brechen. Den sollte eigentlich jeder können. Also nicht jeder kann ihn, aber jeder sollte ihn können, falls mal jemand übernommen wird. Weil wenn wir jetzt nur Talana das Ganze beibringen würden und Talana wird übernommen, dann hätten wir ein Problem. So, wir haben noch Bewegung. Da geben wir ihr nochmal Acceleratus. Ja, geben wir gleich nochmal. So, das war es eigentlich schon in den wichtigsten Sachen. Flimflam, Flunkel brauchen wir nicht. Verwandlung. Unsichtbarkeit ist ganz praktisch. Aber braucht auch zu viel Astralenergie. Und sie dürfte eigentlich schon gut was aushalten, zumal sie auch Lederrüstung tragen kann. Also Unsichtbarkeit, das heißt Visibili Vanita, ist eher was für Talana. Dass sie sich aus dem Kampf zurückziehen kann. Was haben wir noch? Tiere heilen, das ist doch gut. Das passt zu einer Waldelfe. Keine mehr möglich. Nimm, Ban Baladin, dein Freund, ich bin. Und Somni Gravis, die können wir auch nochmal steigern. Also Somni Gravis, damit sie selber besser schlafen kann, wenn ich mich richtig erinnere. Und die beiden hier oben, um halt die Gegner, also Crowd Control, wie man so schön sagen würde, dass die Gegner nicht mehr in den Kampf eingreifen. Wobei das bisher nicht besonders gut funktioniert hat. Aber da wurde ich auch in den Kommentaren schon darauf hingewiesen, dass die Probe halt im Kampf sehr erschwert ist. So, Yallen ist dran. Yallen könnte Mut gebrauchen. Yallen könnte allgemein alles gebrauchen. Sie ist nicht so gut, was die Fertigkeiten, was die Stats angeht, wie Mürrim. Also ich würde gerne Mut steigern. Ich würde gerne Intuition steigern. Und Körperkraft sogar. Körperkraft, weil es, glaube ich, in die Probe von dem Fulminictus mit einfließt und das so ziemlich das Einzige ist, was Yallen zaubert. Aber ich glaube, Mut ist erstmal wichtiger. Sie hat sehr viel Jähzorn, sie hat sehr viel Neugier, sie hat recht viel Raumangst und recht viel Höhenangst. Ja, von den Stats her ist sie echt nicht gut. Also ja, die Stats sind immer noch recht gut. Wenn man normal würfeln würde, hätte man nicht so gute. Aber ich habe halt ein bisschen was hin und her geschoben. Also ich habe damals Neugier und Jähzorn erhöht, damit die positiven Eigenschaften wenigstens auf dem Wert sind, die sie jetzt sind. Aber trotzdem ginge das besser, hätte ich ein bisschen öfters neu gewürfelt. Machen wir mal Jähzorn runter. Misslung. So, Yallen hat jetzt 8 Punkte zum Verteilen. Das ist schon mal ein krasser Unterschied zu allen anderen bisherigen. Wir verwenden 3 auf Lebensenergie und 5 auf Astralenergie. So. Du steigerst bitte, genau wie Mürrim, auch Stichwaffen. Ja, primär brauchst du Parade. Ja. Und Schusswaffen. Wie schaut's mit Schwimmen und Klettern aus? Du kannst so lala klettern. Das erhöhen wir gleich zweimal. Und du kannst schon einigermaßen schwimmen. Das erhöhen wir nur einmal. Das Gefahreninstinkt kann auch noch hoch. Was doch braucht sie noch? Sie ist unsere Heilerin. Also sollten wir Heilkunde, Gift, Krankheiten und Wunden schön erhöhen.
Gift. Zweimal misslungen. Komm schon. So, dreimal misslungen. Eigentlich hätten wir es zweimal steigern können, aber da es jetzt dreimal in Folge misslungen ist, dürfen wir es gar nicht mehr steigern. Was ziemlich ärgerlich ist. Na gut, dann halt Krankheiten. Einmal geschafft. Zweimal geschafft. Okay. Das dreimal nicht und das gleich zweimal in Folge geschafft, obwohl es einen wesentlich höheren Wert hatte. Hoffentlich geht das bei Heilkunden und Wunden auch so gut. Einmal haben wir schon mal. Und nochmal. Sehr schön. Also dürfte sie jetzt eigentlich keinen Schaden mehr verursachen, wenn sie versucht, jemanden zu heilen. Was haben wir noch? Musizieren hat sie recht hoch. Das versuchen wir doch gleich nochmal zu steigern. Falls wir mal so Geld verdienen müssen. Kampf haben wir schon. Also waffenlos können wir noch einmal erhöhen, falls wir in eine Schlägerei kommen. Akrobatik ist okay, Schleichen, das geht alles so. Zechen sollten wir mindestens einmal erhöhen, damit sie nicht jedes Mal betrunken ist, wenn wir aus einer Taverne rauskommen. Und ein Punkt noch. Nehmen wir mal Körperbeherrschung. Nicht geklappt. So, das gleiche Spiel wie bei Myrrhem eigentlich auch, bei den Zaubern. Wir erhöhen wieder Beherrschung brechen. Wir erhöhen wieder den Fulminictus. Wenn es denn hoffentlich klappt. Zweimal daneben und dreimal daneben. Nein. Ärgerlich. Na gut, dann noch einmal Blitz dich find. Komm schon, einmal Blitz dich find. Ja. So, Heilzauber sollte sie auch auf jeden Fall lernen. Heilung. Komm schon, zweimal daneben und geschafft. Ah, schön, dann können wir es gleich nochmal steigern. Einmal, zweimal daneben und dreimal daneben. Ärgerlich. So, was haben wir bei ihr? Band und Fessel versuchen wir gar nicht erst zu steigern, dafür Band Baladin. Zweimal. Dreimal daneben, das war es damit auch. Und schon haben wir fast keine Steigerungsversuche mehr, weil wir so viel verbraucht haben mit den Fehlversuchen. Was brauchen wir noch? Sie hat eigentlich das gleiche Zauberrepertoire wie Myrrhem. Hat jetzt keinen Acceleratus, das ist okay. Sie hat Flimflamflunkel und Silentium. Das können wir mal steigern. Wenn ich mich richtig erinnere, verhindert es, dass ein gegnerischer Zauberer zaubern kann, was ja schon recht praktisch ist. So, wir sind jetzt zwar schon bei 18 Minuten, aber Talana mache ich auch noch ganz kurz. Talana hat recht gute positive Werte, dafür auch sehr viele sehr schlechte negative. Jezorn 7, Neugier 8, Goldgier 7, Raumangst, Totenangst 6. Müsste eigentlich vieles von runter. Aber was steigern wir zuerst? Wir steigern zuerst mal Intuition, da hat sie nur 10 drin. Und wir versuchen zu senken... Totenangst. Ja, geschafft, sehr schön. Sie hat 7 Punkte zur Verteilung übrig und ich werde 0 in Lebensenergie tun. Denn sie ist unsere Kanone, sie braucht einfach nur Astralenergie. Wollen Sie als Magier, Magierin zugunsten Ihrer Astralenergie auf 10 Steigerungsversuche der Zauberfertigkeiten verzichten? Ja, das will ich. Also normalerweise hat sie, glaube ich, 50 Steigerungsversuche in den Zauberfertigkeiten. Im Gegensatz zu den 30, die die Elfen nur hatten. Wir können jetzt aber 10 von diesen 50 Versuchen umwandeln in reine Astralenergie, also permanente Astralenergie. Und das mache ich meistens, denn ich habe gerne spezialisierte Magier. Natürlich wäre es im Pen and Paper nicht so sinnvoll, also wenn ich Pen and Paper spielen würde, denn ich habe da gerne mehrere Zauber zur Auswahl, da allgemein im Pen and Paper mehr Optionen da sind als in einem Spiel. Hier in dem Spiel reicht es eigentlich, wenn sie 6-7 Zauber gut kann, mehr braucht sie nicht. Aber genug gefaselt, wir wollen verzichten. Das waren jetzt nochmal 3 Astralenergie obendrauf. Glaube ich. Wollen Sie Steigerungsversuche umwandeln? Wir können jetzt normale Talentsteigerungsversuche, also von den körperlichen Attributen, also von den ganz normalen Talenten, wo alle Talente reinfallen, die die Kriegerklassen bisher nur hatten zum Beispiel, könnten wir jetzt in Zauberversuche umwandeln.
Will ich aber nicht, denn sie braucht diese 15 Steigerungsversuche sehr dringend. Zum einen braucht sie Speere. Zum einen braucht sie Speere. Zum einen braucht sie Speere. Na also. Und da tun wir alles in Parade. Keinen einzigen Punkt in Attacke. Dann muss sie auch noch klettern lernen. Sie muss schwimmen lernen. Sie muss eigentlich alle Wissenstalente lernen. Also alte Sprachen. Alte Sprachen. Also außer Kriegskunst, das hat ja Geogon. Magiekunde sollte sie auch möglichst hoch haben. Geschafft, sehr schön. Gleich nochmal. Misslung. Schon haben wir nur noch 5 Steigerungsversuche. Das ist bei den Magiern echt haarig. Schon wieder verklickt. Nehmen wir nochmal Sprachen. Das ist einfacher zu steigern. Lesen ist auch nicht schlecht. Es wäre schon albern, wenn Magier nicht lesen könnte. So, Geschichte muss auch noch hoch. Und Geografie eigentlich auch. Und keine Talentsteigerungsversuche mehr. Dafür jetzt 30 Zaubersteigerungsversuche. Sie braucht auch Beherrschung brechen. Das braucht sie gleich nochmal. Kann sie aber nicht. Dann braucht sie Kampfzauber. Sie braucht auf jeden Fall den Fulminictus. Komm schon. Sie braucht aber auch den Ignifaxius Flammenstrahl. Mit dem kann sie wesentlich mehr Schaden verursachen später. Und den kann sie, glaube ich, auch 3-mal steigern. Und hat sie auch geschafft. Sehr, sehr schön. Blitzdichtfind könnten wir eigentlich auch noch steigern. Aber ich habe da erstmal noch ein paar andere Sachen. Und zwar Aolithus. Das war, glaube ich, also einer von den beiden. Entweder Aolithus oder Claudibus. Einer von den beiden kann die Luft reinigen. Claudibus hört sich eher so an. Ich steige einfach mal beide um einen Punkt. Und Luft reinigen kann schon recht praktisch sein. Dann haben wir noch Verwandlung. Eigentlich würde ich noch ganz gerne die Eigenschaften steigern, alle auf mindestens 2-3 Punkte bringen, damit wir vor einem wichtigen Kampf uns ein wenig aufpushen können. Aber das wird wohl warten müssen. Heilungszauber sollte sie auch auf 5 haben für den Notfall. Kann sie aber nicht besonders gut steigern, weil es halt kein Zauberspruch ist, den Magier normalerweise sprechen. Ist halt ein Elfenzauber. Antimagie. Hatten wir bisher gar Beherrschung brechen? Beherrschung hat sie Horiphobos. Den sollten wir auch steigern, weil der ist sehr praktisch. Da kann der Gegner gar nichts mehr machen. Dann habe ich bei der Bewegungszauberei noch etwas, was ich gerne lernen würde, und zwar Transversalis. Der ist zwar auf minus 8, aber der ist bei jedem sehr, sehr niedrig, denn das ist ein Teleportationszauber. Und das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Auch wenn wir ihn erst in 2-3 Stufen ordentlich sprechen können. Was haben wir noch? Wir haben noch Motoricus Motolich oder so ähnlich. Das ist Telekinese, also Gegenstände bewegen, ohne sie anzufassen. Das braucht man auch noch 1-2 Mal. Foramen Foraminor brauchen wir auch, das ist Schlösser knacken. Falls es ein magisch gesichertes Schloss ist, was Glenn nicht knacken kann, wäre sie dann an der Reihe. Dämonologie. Ich würde gerne Geister bannen können. Geisterbann. Kann ich nur einmal steigern. Das ist schade. Elemente brauche ich gar nichts. Hellsicht. Ich hätte gerne Analyse Arkanstruktur. Das ist ein Analysezauber, also ein Identifikationszauber. Für magische Gegenstände später. Ähnlich wie Odem Arcanum. Also einer von beiden sagt mir, ob ein Gegenstand magisch ist oder nicht. Und der andere sagt mir genau, was er macht. Also ich steigere beide. Kann ich aber nicht besonders häufig steigern, leider. Penetritzel. Damit konnte ich durch Stein hindurch gucken. Glaube ich. Ja, ich muss echt mir mal die ganzen Zauber nochmal durchlesen. Ich habe hier irgendwo noch mein kleines braunes Büchlein rumliegen mit dem Pentagramm vorne drauf.
Dämonologie hatten wir Geisterbannen schon genommen. Selber Dämonen beschwören ist zwar ganz interessant, aber kann auch gut in die Hose gehen. Antimagie. Nehmen wir nochmal Gradianum. Können wir das nochmal steigern? Ja. Und wir nehmen noch Verwandlung beenden. Ist bei minus 8. Aber das müssen wir, glaube ich, auch steigern. So. 2 Punkte sind noch über. Dann nehmen wir doch mal Duplicatus. Und Nekropathia. Damit können wir mit Toten sprechen. Das steigere ich auch nochmal. So, geschafft. 25 Minuten hat das Ganze gedauert. Und ist mehr oder minder ganz okay ausgefallen. Ich finde es halt sehr schade, dass Tirik nur 2 Lebensenergie bekommen hat und Gerugon nur 1. Das ist schon mal nicht gut. Aber damit werden wir leben müssen. So. Spielstand. Speichern. Und LP 15. Und wir sehen uns gleich wieder.